Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir mit meiner Urlaubswoche. Ja, ich hatte in der Woche Geburtstag und ich habe mir eine kleine Woche Auszeit gegeben, habe Winterschlaf gehalten und einiges an sehr, sehr guten Büchern gelesen. Ich habe eine Serie weggesuchtet und habe die Zeit tatsächlich einfach zum Lesen, Schauen, Puzzeln genutzt und auch ein bisschen Online-Zeit mit Freunden verbracht, denn groß anders kann man ja in der heutigen Zeit auch keine Geburtstage feiern und das hat mich an mancher Stelle doch ein bisschen traurig gemacht und auch so ein bisschen einsam zurückgelassen, aber wollen wir einfach hoffen, dass der nächste Geburtstag schöner wird, dass man da wieder ein bisschen anders feiern kann. Ich blicke auf einen runden Geburtstag der dann in 2 Jahren sein wird und den würde ich ja gerne am Strand verbringen. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich hoffe auf jeden Fall sehr. Ja, ansonsten ist die Situation in Bayern ja jetzt seit dieser Woche auch ein bisschen verschärfter mit FFP2-Masken und es ist, wie es ist. Ich sehe nicht hinter allem eine Logik. Ich verstehe viele Dinge, die nicht getan werden, nicht. Ich verstehe Dinge, die getan werden, manchmal nicht. Aber ich glaube, darum geht es auch gar nicht, sondern einfach durchhalten und mitmachen. Und jeder kann da eben nur seinen Beitrag dazu beitragen, wenn man sich eben an die Regeln hält. Und dazu gehört eben auch, dass man den Geburtstag dann eben nur mit dem eigenen Hausstand, mit dem inneren Kreis, sage ich jetzt mal, feiert und der Rest dann irgendwie digital läuft. Umso schöner war die Woche tatsächlich buchtechnisch. Ich habe mit einer Ausnahme wirklich nur sehr, sehr gute Bücher gelesen. Ich habe eine Serie weggesuchtet und vielleicht starten wir tatsächlich mit den Büchern, damit ich mich gar nicht so lange mit dem Geplänkel aufhalte, weil es doch tatsächlich 5 Bücher geworden sind, wobei, wie gesagt, 1 davon habe ich dann auch abgebrochen, aber es war eine sehr lesereiche Woche. Es hat begonnen mit Ein Winter in Wien von Petra Hartlieb, ein Büchlein, das noch gar nicht so lange auf meinem Sub lag. Ich glaube, im Dezember ist es eingezogen bei einem Weihnachtswichtel. Runde. Fehlen heute die Worte. Es ist der Auftakt einer Jahreszeitenreihe, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Und hier habe ich den Winter gelesen. Dann durfte es kalt bleiben. Ich habe gelesen Die Liebenden vom Ende der Welt von Mitch Raymond. Ein Buch, das letztes Jahr bei mir eingezogen ist. Und ich jetzt einfach dachte, es ist kalt, es ist Winter. Dieses Buch passt tatsächlich am besten. Dann das abgebrochene Buch ist Die Flamme erlischt von George R. R. Martin. Tatsächlich hat mich dieses Werk nicht begeistern können. Ganz anders dann das Hörbuch der Woche und zwar Im Grunde gut von Rutger Brechmann. Wie ich jetzt gelernt habe, das habe ich ja in der letzten Bücherwoche schon erzählt, dass ich es angefangen habe und in dieser Woche dann auch beendet. Und es wurde weiter noch ein bisschen buchiger und zwar Der Buchspazierer von Carsten Henn habe ich zusammen mit 2 lieben Freundinnen gelesen und habe ich auch am Sonntag dann beendet. Und wie immer chronologisch, daran wird sich auch erstmal nichts ändern, beginnen wir mit Ein Winter im Wind. Ich habe damit ein Problem. Ein Winter in Wien von Petra Hartlieb. Habe von der Autorin schon ihr Werk gelesen über ihre eigene Buchhandlung. Da hat sie so ein bisschen einen Erfahrungsbericht geschrieben. Da gibt es auch eine Weihnachtsgeschichte dazu. Hier haben wir allerdings einen fiktiven Roman, der trotzdem historisch so anmutet. Denn die Geschichte spielt 1910 in Wien. Wir treffen auf Marie, die es nicht so einfach in ihrer Familie hat, die dann auch irgendwann weggeschickt wird in die Stadt und dann als Kindermädchen arbeitet und dort dann in ihrer zweiten Anstellung im Haus des Dichters Arthur Schnitzler unterkommt. Sie lebt im gediegenen Cottageviertel in Wien und betreut die 2 Kinder der Familie und holt eines Tages ein Buch in der Buchhandlung ab für ihren Chef und trifft dort auf den Buchhändler Oskar. Der uns auch so ein bisschen seine Geschichte miterzählt, aber vorwiegend erfahren wir was vom Alltag von Marie, von der damaligen Zeit, von der Stellung Arthur Schnitzlers, von seiner Familie, von seiner Frau, natürlich auch, wie so ein bisschen noch diese verschiedenen Schichten eine Rolle gespielt haben und auch wie
schwierig es tatsächlich für ein Kindermädchen war, aus ihrer Rolle, sage ich mal, irgendwie herauszukommen und eben, ja, vielleicht tatsächlich einen Mann kennenzulernen, ohne dass es gleich, ja, der ganze Hausstand irgendwie weiß. Es ist ein recht dünnes Büchchen, ich glaube mit knapp 160 Seiten. Man kann da tatsächlich gar nicht so viel erzählen. Es gibt, wie gesagt, auch weitere Teile. Ich glaube, Frühling und Sommer ist mittlerweile schon erschienen. Ich weiß gar nicht, ob es einen Herbst dann am Ende auch noch geben wird und die Geschichte dreht sich immer weiter um Marie. Ich habe beide definitiv auf dem Schirm, denn mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Also es war ein wunderbarer Einblick in die Vergangenheit. Es war sprachlich sehr gelungen. Man hat sich tatsächlich auch in diese Zeit zurückversetzt gefühlt. Man merkt, dass sich Petra Hartlieb hier mit der damaligen Sprache beschäftigt hat, dass eben auch die ganzen Charaktere so sprechen, als wären sie dieser Zeit entsprungen und ja, als wäre das Buch im Grunde aus dieser Zeit gefallen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch wird Wien zur damaligen Zeit wunderbar rübergebracht, sehr bildhaft, gerade wenn Marie mit den Kindern unterwegs ist, wenn sie dann eben auch Besorgungen macht. Da bekommt man einen ganz wunderbaren Eindruck, wie die damalige Zeit in Wien wohl gewesen sein könnte. Man sieht förmlich die Menschen in ihren Kleidungen vor sich, man sieht die Häuserfronten und das alles im wunderbaren Winter. Also das fand ich tatsächlich richtig schön. Ich hatte wirklich das Gefühl, so ein bisschen auf Zeitreise zu gehen und man konnte sich das Wien einfach wunderbar vorstellen. Also ja, da wäre man gerne auch mal so ein bisschen mit spazieren gegangen. Ich fand auch, dass die Sitten und Bräuche und eben auch so diese Unterschiede der Gesellschaft sehr gut rübergebracht wurden und es hat für mich sprachlich einfach unglaublich gut gepasst. Also Petra Hartlieb hat eine sehr bildhafte Sprache, eine sehr, ja, auch ausführliche Sprache, auch die Dialoge. Sie nimmt sich Zeit, dass wir die Charaktere kennenlernen, wie auch die sich gegenseitig so empfinden, wie eben auch unterschiedlich miteinander gesprochen wird. Das hat mir auch besonders gut gefallen. Und der einzige Kritikpunkt, das Manko, war so ein bisschen das Ende. Und ja, jetzt ist es natürlich ein recht dünnes Buch. Ich erwarte da kein ausführliches Romanende. Aber das kam für mich doch gefühlt sehr abrupt. Irgendwie gerade ist noch was passiert und das geht irgendwie weiter und schwupp, war es dann auch schon vorbei. Das kam mir persönlich einfach ein bisschen zu schnell. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht möchte sie da einfach das Interesse wecken für Band 2 und dann auch 3. Aber ich hätte mir ein bisschen ein runderes Ende gewünscht, was so zu dem Stil von Petra Hartlieb in den 140 Seiten vorher irgendwie gepasst hätte. Dennoch wirklich eine Empfehlung, hat mir sehr gut gefallen, hat mich gut unterhalten, hat mich Zeit reisen lassen und auch ein bisschen in die Ferne, zumindest bis nach Wien, und hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich da definitiv auf die weiteren Teile. Ich bin ein bisschen irritiert, dass die nicht immer zur Optik irgendwie zusammenpassen. Ich glaube, es ist der Frühling, der dann doch wieder irgendwie anders aussieht. Ich weiß nicht, ob es da unterschiedliche Ausgaben gibt. Da könnt ihr mich ja gerne mal aufklären, wenn ihr irgendwie die Reihe vielleicht auch im Blick habt oder da mehr wisst. Würde mich auf jeden Fall interessieren, aber den Winter kann ich auf jeden Fall schon mal empfehlen. Alle Infos zu den Büchern, wie gewohnt, natürlich auch unten in der Infobox. Wenn ihr da irgendwas sucht oder euch anschauen wollt, schaut da gerne mal vorbei. Da findet ihr alles, wenn ihr dazu mehr Informationen wollt. Dann ging es eisig weiter, denn wir, ja, entfliehen sozusagen in die Antarktis. Und zwar mit Die Liebenden vom Ende der Welt von Mitch Raymond. Ist letztes Jahr bei mir eingezogen, weil die liebe Claudia so davon geschwärmt hat. Und ich war von ihren Erzählungen über das Buch sehr angetan. Ist, glaube ich, jetzt auch fast schon ein Jahr her. Ich glaube, es ist im Februar oder März bei mir eingezogen. Das sehen wir dann im Rückblick-Video in den nächsten Monaten. Und es wurde jetzt einfach Zeit. Es ist Winter, es ist kalt und da entfliehe ich auch gerne mal in die Antarktis. Ich werde ihr Video, wo sie schwärmt, auch mal unten in die Infobox packen, wenn ihr da vielleicht auch einfach noch eine zweite Meinung dazu hören wollt. Ja, wir treffen Deborah in der Antarktis. Wir sind hier also am Südpol unterwegs und ja, ihre Liebe zu Tieren begann relativ früh und sie begann dann eben auch Biologie zu studieren und während des arktischen Sommers erforscht sie das Leben der Tiere und der Fauna und der Natur und dokumentiert dieses auch. Gleichzeitig hält sie aber auch Vorträge auf kleineren Schiffen, die von gut zahlenden Urlaubern im Grunde gebucht werden und erzählt dort eben auch von einem Schiff, welches einige Jahre
her ist. Und auch dieser Erzählstrang wird in dem Buch dann wichtig. Neben der Erforschung der Tiere beobachtet sie aber auch die Veränderungen der Umwelt und eben auch besonders des Tourismus in diesen Regionen und welche Auswirkungen natürlich auch der Klimawandel hier im Grunde sich bemerkbar macht. War das jetzt ein Satz? Aber ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Sie hat dort dann eben auch ihr Herz verloren und trifft auf Keller. Er hat so ein bisschen private Schicksalsschläge hinter sich und erlebt und ist auf der Suche nach einem neuen Sinn in seinem Leben. Als wir im Grunde in die Geschichte hineinkommen, taucht Keller nicht auf, denn er hat sich mit dem gemeinsamen Auftraggeber überworfen. Und auf einmal findet sich aber ein großes Kreuzfahrtschiff wieder, das ein großes Unglück andeutet. Und das ist so ein bisschen die Geschichte davon. Wer jetzt viel Action erwartet, da kann ich schon mal sagen, nein, das gibt es nicht. Es gibt kein dramatisches Finale wie in Titanic oder Ähnlichem, das definitiv nicht. Ich muss auch echt sagen, dass der deutsche Titel sehr irreführend ist, denn es geht eben nicht um irgendwelche Liebenden am Ende der Welt. Das finde ich total schlecht übersetzt. Wenn, dann geht es eher um die Liebe zum Ende der Welt. Das hätte für mich vielleicht besser gepasst. Beziehungsweise mag ich den englischen Titel My Last Continent super gerne, weil es das für mich auch perfekt trifft. Das Cover wiederum finde ich sehr treffend. Ich hoffe, es ist tatsächlich ein bisschen hell durch die Sonne. Kann man ganz gut sehen. Das passt für mich wieder perfekt dazu. Was man in diesem Buch spürt, und das fand ich besonders gelungen, ist die Liebe zum Eis, ist die Liebe zur Antarktis. Die spürt man auf jeder Seite, in jedem Satz, in jeder Zwischenzeile. Das hat mir großen, großen Spaß gemacht. Hier haben wir tatsächlich die wahre Liebesgeschichte. Es gibt keinen großen Kitsch, es ist keine Schnulze, aber es ist eben die Liebe zum Eis, zu den Tieren, zur Natur. Und die spürt man der Autorin durch ihre Protagonistin wirklich absolut an. Das hat großen, großen Spaß gemacht. Sprachlich hat mir das Buch auch sehr, sehr gut gefallen. Es ist sehr bildhaft, sehr tiefgründig. Es gibt wunderbare Gedanken, die wir hier im Grunde erfahren dürfen und natürlich auch was über die Flora und Fauna in dieser Region. Das ist geschrieben, ohne zu wissenschaftlich zu wirken, ohne zu theoretisch zu sein. Man bekommt einen ganz, ganz tollen Eindruck von dem Ort, von den Lebensbedingungen, auch was sich eben in der Beobachtung in den letzten Jahren verändert hat. Und das ist ja im wahren Leben, sage ich jetzt mal, außerhalb eines fiktiven Romanes definitiv auch so. Man lernt sehr, sehr viel über Pinguine, über die Unterschiede, über die verschiedenen Arten dieser und natürlich auch über andere Tiere, die hier sind, sei es zum Beispiel auch Wale oder eben auch über die Natur. Und das hat mir auch unglaublichen Spaß gemacht. Ich meine, wer mag nicht Pinguine in Dokumentationen beobachten? Ich würde die auch super gerne mal noch live sehen. In so kalte Gefilde hat es mich noch nicht gezogen. Wobei, theoretisch Südafrika, kommen die da auch im afrikanischen Herbst mal an? Müsste man mal recherchieren. Solltet ihr das wissen, sehr gerne in die Kommentare. Und wäre natürlich dann auch mal eine Möglichkeit, Pinguine außerhalb des extrem kalten Eises zu sehen. Das hat mir wirklich einen Spaß gemacht. Also diese Liebe, was man hier wirklich spürt und auch das Interesse für diese Tiere, für die Natur, das ist definitiv ansteckend. Das hat große Freude gemacht und hat mich auch wunderbar unterhalten. Was ich ein bisschen verwirrend fand, was ich auch manchmal zu viel fand, war die zeitlichen Perspektivwechsel. Da war ich so ein bisschen manchmal verloren. Es war nicht vielleicht direkt verwirrend. Mir hätte es, glaube ich, besser gefallen, wenn es ein bisschen chronologischer gewesen wäre und ich nicht ständig zwischen so vielen verschiedenen hin und her springe und immer so einen Moment des Herauskommens aus der Geschichte hatte, wo ich dann eben sage, huch, wo war der stehen geblieben und wo muss ich wieder hin? Also das war manchmal ja nicht ganz meins. Das wäre so mein kleiner Kritikpunkt an diesem Buch, das mich aber sonst wirklich sehr gut unterhalten hat, mir viel Spaß gemacht und mir auch wirklich die Antarktis zusammen mit den Tieren und der Natur näher gebracht hat und auch Deborah als Charakter, in den ich mich nicht immer ganz hineinversetzen konnte, das aber tatsächlich gar keinen Abbruch gemacht hat, weil es eben Spaß gemacht hat, ihr zu folgen, ihren Gedanken. Und also es muss nicht immer sein, dass man immer alles versteht von dem Protagonisten, aber es muss zumindest so sein, dass man einfach mitgeht und sagt, ja,
ich folge dir einfach gerne auf deinem Weg. Und das war hier definitiv der Fall. Also eine ganz tolle Empfehlung von der lieben Claudia. Ich danke an dieser Stelle auch nochmal für den Tipp und freue mich jetzt, dass ich es gelesen habe und es mich auch so, so gut unterhalten konnte. Ja, nicht so gut unterhalten hat mich das erste Buch, wenn ich mich recht entsinne, von George R. R. Martin, Die Flamme erlischt. Ja, ich habe bisher von George R. R. Martin ja nur 2, 3 Geschichten im Science-Fiction-Bereich gelesen. Ich habe natürlich das Lied von Eis und Feuer gelesen, zumindest die 5 Bände, die es gibt. Ich habe so ein kleines Buch mit dem Eisdrachen gelesen und war aber mit ihm vielleicht doch ja eher so ja, in der Fantasy zumindest unterwegs, wenn es um das Lied von Eis und Feuer ging und dann eher in der Science-Fiction-Richtung, was mir auch nicht immer ganz so gut gefallen hat. Das Buch ist nun gefühlt aber wahrscheinlich tatsächlich mit das älteste Buch, was ich auf dem Sub habe oder gehört zumindest in die Top 5 der ältesten Sub-Bücher. Und so bin ich tatsächlich auch vorgegangen. Ich habe bei Lovely Books mal geschaut, so jetzt geh mal ganz zu Beginn deines Subs, welche Bücher sind da als erstes, auf was hast du Lust? Und ich hatte direkt Lust auf Martin und auch auf Fantasy, habe dann ein bisschen hin und her überlegt, was von den Subbüchern lese ich zuerst. Und ich habe mich dann eben für Die Flamme erlischt entschieden. Das ist 1977 im Original erschienen und gehört wohl zu den ersten Romanen oder ist sogar der erste Roman. Ja, leider merkt man das dieser Geschichte an. Also ich fand sie unfassbar langweilig. Ich habe nicht ganz ein Drittel wahrscheinlich gelesen und ich bin mit dieser Geschichte einfach nicht warm geworden. Also es war langatmig, langwierig, es ist nichts passiert, es war auch dieses Zusammentreffen in der Geschichte, wo ich so dachte, ja, schon 1000 Mal gelesen, schon 500 Mal besser gelesen und 100 Mal als Highlight gelesen, Die Flamme erlischt, war es leider nicht. Also muss ich echt sagen, man merkt tatsächlich, dass es wahrscheinlich einfach ein Anfang war, dass er bis zu Das Lied von Eis und Feuer viel, viel Schreibroutine hatte und sich da wirklich verbessert hat. Also das muss man wirklich sagen. Es war nicht meins. Also es war vom Stil ganz, ganz anders, als man ihn von anderen Werken kennt. Als Paradebeispiel ist eben bei mir Das Lied von Eis und Feuer, das ich kenne, das ich auch als geschriebenes Buch feiere. Und hoffe, dass wir irgendwann Band 6 und 7 in Händen halten. Ich habe da ja meine Zweifel, aber ich würde das schon gern aus seiner Feder mal lesen. Aber das war nix. Und also ein Subbuch, eine Subleiche befreit, kann jetzt vom E-Book-Reader entfernt werden, war aber leider nix. Das Hörbuch der Woche, was ich schon am Wochenende vorher begonnen hatte, war dann Im Grunde gut von Rutger Bregman. Zumindest wird er wohl, da er Niederländer ist, so ausgesprochen. Wenn nicht, verzeiht es mir bitte. War eine Empfehlung im Adventskalendertürchen von Anka von der Autorin Melanie Rabe. Und sie hat mich mit ihren Worten so angefixt, dass ich mir das Hörbuch direkt geholt habe, zusammen mit einem zweiten des Autoren und das jetzt noch auf dem Sub habe. Aber hier kann ich schon sagen, es ist ein absolutes Highlight. Den Link zum Adventskalendertürchen findet ihr nochmals unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei, wie Melanie Rabe das Buch gefunden hat, wenn ihr da vielleicht auch eine zweite Meinung hören möchtet. Mit welchen Erwartungen bin ich an dieses Buch herangegangen? Also der Titel verspricht natürlich schon, uns im Grunde irgendwie vielleicht beweisen zu wollen, dass wir Menschen ganz tief im Innern gut sind, dass wir nicht so böse, egoistisch und gemein sind, wie wir das ja immer wieder suggeriert bekommen, wie wir es vielleicht auch manchmal erleben und vielleicht auch gerade in der aktuellen Situation. Na, es ist jetzt nicht gerade sehr fernliegend. Es ist, also ich habe mit einem sehr tiefen Einblick in die Menschheit gerechnet und ich habe das auch bekommen. Denn Rutger Brechmann packt so viel in dieses Buch von eben diesem Blick in den Menschen, seiner Gefühle, seiner Erfahrungen, seiner Geschichte, in die Entwicklung, in die Vergangenheit und eben auch in das Leben und wie manche Dinge funktionieren, weil die Hebel eben so und so gestellt wurden und ich fand es faszinierend. Also ich werde das gar nicht alles so in Worte fassen können, es hallt noch so extrem auch nach und ich hatte sehr viele Momente. Also das muss ich tatsächlich sagen, es gab ganz viel, wo ich dachte, Wahnsinn, was er auch herausgefunden hat, wie wir Menschen manchmal vielleicht auch manipuliert werden, ohne es zu merken oder wir manchmal auch gar nicht wollen, dass wir es merken. Kann natürlich tatsächlich auch sein. Rutger Brechmann versucht immer einen
objektiven Blick auf die Dinge zu haben, objektiv zu beobachten und uns dieses auch ohne Meinung, ohne Gedanken eigentlich wiederzugeben. Manchmal klappt das aber nicht und er ist dann tatsächlich jemand, der sagt, hier hört meine Objektivität auf, ich muss es einfach mit meinen Gedanken, meinen Gefühlen und meinen Erfahrungen kombinieren. Und das fand ich großartig von ihm. Das hat mir unglaublich gut gefallen, dass wir manchmal so einen ungefilterten Blick auf die Dinge bekommen haben und dann auch wirklich gesagt hat, mach dir einfach selbst ein Bild. Und er manchmal dann eben doch einfach sagt, hier kann ich euch nicht das Denken, sage ich jetzt mal, überlassen. Ich möchte euch meine Gedanken und meine Sichtweise dazu erzählen. Und ich fand diese Mischung wirklich beeindruckend und besonders auch diese objektive Haltung, zumindest zu Beginn von Dingen, die er sich anschaut. Da war ich wirklich begeistert davor gesessen und dachte, wie schafft er das? Wie kann er so ohne Meinung Dinge beobachten? Diese Gabe muss man auch erstmal haben. Fand ich wirklich großartig und auch dann, wie er uns seine Meinung, wie er uns seine Erforschungen weiterbringt, wie er uns die rüberbringt, wie er uns die auch einfach erklärt. Das war wunderbarst gemacht und wirklich auch, wenn man denn darüber etwas wissen möchte und dafür offen ist, auch sehr verständlich erklärt. Aber wo fangen wir jetzt hier an? Es gibt relativ viele Themenfelder in diesem Buch, in diesem Hörbuch. Besonders beeindruckt hat mich, als er den Blick in die Vergangenheit wirft, wie wir früher waren, als wir nicht sesshaft waren, als wir noch Nomaden waren, dass es da eine große Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau gab, dass es noch keinen Neid gab, weil es keinen Besitz gab, dass die Menschen immer freundschaftlich gehandelt haben, dass es eben nicht immer so war, wie uns das bei den Steinzeitmenschen erzählt wird. Er geht da sehr historisch auch nach, er versucht da wirklich Daten, Fakten, Zahlen herzunehmen und die zusammenzubringen und auch mit Vorurteilen, die wir dieser Zeit gegenüber haben, eben auch aufzuräumen. Faszinierend fand ich dann so ein bisschen seinen Exkurs in die Richtung, seitdem der Mensch sesshaft ist, seitdem er Besitz hat, seitdem er irgendwie etwas anstrebt, was es scheinbar gibt und sei es nur Geld, was eben erfunden wurde, um Steuern einzutreiben, ist faszinierend. Das hat mir an mancher Stelle tatsächlich nochmal mehr die Augen geöffnet, fand ich unglaublich interessant und spannend und auch gar nicht so abwegig. Also es ist ja auch alles sehr wissenschaftlich herangegangen. Ich habe vieles nachgeschlagen bei Wikipedia im Internet. Ich fand das mega interessant. Auch super spannend fand ich, dass er Experimente hinterfragt hat, die an Menschen durchgeführt wurden. Man kennt ja zum Beispiel diese Geschichte von einer Gefängnisstudie, wo eben willkürlich Menschen Wärter waren und andere die Gefangenen und dass die Wärter eben irgendwann die Situation ausgenutzt haben und tiefgründig böse wurden und wirklich die Leute gefoltert haben, sadistisch waren und das auch genossen haben und dass sich dann eben auch irgendwann die Gefangenen dagegen gestellt haben und ich glaube, das haben wir alle irgendwie schon mal gehört in der ein oder anderen Menschenstudie, wie böse wir alle sind und wenn man uns nur lässt, lassen wir das auch an den anderen raus. Und er geht her und hinterfragt diese Studie, holt im Grunde Erfahrungsberichte ein von den Gefangenen und den Wärtern und kommt auf ein ganz anderes Ergebnis. Und ähnlich faszinierend fand ich, ging in eine ähnliche Richtung auch ein Experiment mit Lehrer und Schülern. Und wenn die Schüler was nicht wussten, die im anderen Raum saßen, dann wurden sie mit Strom Stößen bestraft. Also, dass der Mensch auch immer dazu neigt, gerne Strafen zu geben. Und ich fand das faszinierend, auch wie er eben diese Experimente aufbricht, Erzählungen dazu beitritt, die man tatsächlich auch alle im Internet danach lesen kann, wenn es einen interessiert. Und ich fand das total faszinierend und dachte mir, so werden wir manipuliert. Und das hat wirklich einige Aha-Momente gegeben. Er stellt eben auch die Frage, ist es nicht einfach oft bei den Menschen so, dass wie es in den Wald hineinschreit, es zurückkommt? Also diese Annahme, dass Menschen alle böse sind vom Grunde auf, dass die uns im Grunde nicht dazu veranlasst, auch böse zu sein, weil die anderen sind ja auch so, oder eben gar nichts anderes zu erwarten und im Grunde dann auch so zu steuern, dass man eben genau die Reaktion bekommt, die man erwartet. Und da erzählt er eben auch einiges über Führungsstile von Managern oder auch von der Politik, wie eben Politik funktioniert und dass sich eben Angst und schlechte Nachrichten, schlechte Schlagzeilen viel besser verkaufen lassen, weil wir Menschen
eigentlich immer wieder bestätigt werden wollen, dass alles böse und schlimm ist. Und das, ja, das ist so wie mit den Wölfen, die man füttert. Ne? Den man füttert, das bekommt man dann im Grunde auch. Und ich war beeindruckt. Also ich bin auch immer noch über so manches, was ich mir auch rausgeschrieben habe und nachgedacht habe, gefühlt sprachlos, wie man dem auf den Leim geht. Und jetzt gehe ich gar nicht mal so davon aus und sage, dass ich jetzt der, keine Ahnung, klischeehafte Bildleser bin, der da jeder Schlagzeile glaubt. Ich halte mich schon für relativ aufgeklärt, bis zu dem Moment zumindest, als ich dann das Hörbuch angehört habe. Ich fand das faszinierend. Ich mochte es auch, wie er in Kriegszeiten zurückgeht. Also sei es ein Bürgerkrieg, sei es der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, den er jetzt nicht extremst intensiv bearbeitet, sondern auch einfach mal die Frage stellt, waren die Deutschen wirklich alle böse? Waren wir alle ideologisch einfach so von irgendwelchem Unfug überzeugt? Waren wir verblendet? Und da geht er heran und stellt Dinge fest, die ich faszinierend fand. Also von wie viel Prozent wirklich der Soldaten tatsächlich geschossen hat. Weil man eigentlich wollte keiner, hat immer darauf gehofft, dass der Nächste macht. Und das eigentlich auch nicht immer die Ausrede gilt, wir haben alle unter Befehl gehandelt, wir haben gar nicht mehr gedacht, das wird ja auch ganz gerne mal so in den Raum geworfen, dass aber ganz oft bei den ja, niederen Soldaten in der Armee tatsächlich eher der Gedanke war, es sind ja meine Freunde, wir sind ja alles Kameraden, natürlich müssen wir uns miteinander schützen und dass das sehr häufig die Motivation tatsächlich war und ich möchte damit jetzt nichts verschönern, aber ich glaube, man muss manchmal dahinter schauen und es sind trotzdem alles Menschen und keiner ist böse geboren oder hat diese Fehler einfach absichtlich gemacht oder wie auch immer. Das fand ich faszinierend und ich fand es auch mal faszinierend, dass man tatsächlich so Kriegstätigkeiten jetzt nicht nur in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg, sondern tatsächlich auch amerikanischer Bürgerkrieg, England, die Zerbombung von London und dann auch von Dresden, wie er das auseinandernimmt und wie er das wahrnimmt und wie er Dokumentationen hernimmt und eben auch Berichte von Menschen, die da mit dabei waren, Zeugenberichte, meine Güte, dass er das großartig macht. Also ihr merkt, ich bin fasziniert, ich bin begeistert, ich bin im Innern auch zerstört. Es ist sprachlich sehr gelungen, es ist sehr einfach erzählt, es ist unterhaltsam, es ist trotzdem an mancher Stelle schwer, man muss sich darauf einlassen wollen. Es ist sehr deutlich in vielen dargestellt. Er ist keiner, der irgendwie ausholt, der irgendwie lang drum rumschweift, sondern ja, er bringt es sehr auf den Punkt, wie uns das Negative beeinflusst, wie das unser Leben beeinflusst. Auf der einen Seite macht mir dieses Buch Hoffnung, weil wir tatsächlich im Grunde gut sind. Zum anderen habe ich aber auch sehr verzweifelte Momente, wo ich denke, naja, kann denn das überhaupt besser werden? Wird es irgendwann besser, weil es irgendwen interessiert oder halten nicht alle an diesen falschen Machtstrukturen tatsächlich fest, weil es eben ihrer Macht dient und ihrer und an ihrer Art des Lebens. Also, ja. Also ich fand es faszinierend. Es ist schwere Kost. Ich möchte das gar nicht verharmlosen. Man denkt definitiv viel auch darüber nach. Aber das eben trotzdem mit einer gewissen Leichte, wo ich denke, jeder kann mal reinhören und ja, auch der Sprecher, habe ich mir jetzt tatsächlich gar nicht aufgeschrieben, hat mir sehr, sehr gut gefallen und hat das sehr gut und vertont, definitiv. Ja, hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen, aber ihr seht den Sprecher hier wahrscheinlich jetzt auf dem Hörbuchcover. Ja, ein Highlight, na, jagt das nächste, denn auch der Buchspazierer von Carsten Henn war für mich ein absolutes Highlight. Hat mich Ende letzten Jahres angesprochen, ist auch, glaube ich, im November dann erschienen, wurde mir vom Verlag als E-Book dann auch zur Verfügung gestellt. Ich habe bisher noch nichts von Carsten Henn gelesen, habe dieses jetzt mit zwei lieben Freundinnen gelesen und finde nicht nur, dass das Cover sehr ansprechend ist, sondern mich hat natürlich auch der Titel und der Klappentext angesprochen. Wir treffen hier auf Karl, der früher mal Buchhändler war, bei seinem guten Freund Gustav, der eine Buchhandlung hatte und jetzt, nachdem
Gustav im Grunde auch alt und krank ist und seine Tochter die Buchhandlung übernommen hat, läuft im Grunde Karl jeden Abend nur noch seine Runde und verteilt die Bücher an seine Kunden. Dabei kann er sich die Namen der Kunden nicht unbedingt ganz gut merken, beziehungsweise hat ihnen eben Rollen aus Büchern gegeben. Wir treffen also auch auf Mr. Darcy, Pippi Langstrumpf, auf Herkules, super spannend, den Vorleser und erfahren dann von ihm eben auch, wieso er diese Namen vergibt. Und wie es dann eben mit den echten Namen der Kunden so aussieht, warum er sich die nicht immer so einprägen kann. Eines Tages steht aber ein Mädchen vor ihm, die sich als Sascha vorstellt und sie will ihn, den Buchspazierer, jetzt eben auf seiner Runde begleiten. Und ja, das machen beide jetzt gemeinsam und so treffen wir natürlich nicht nur auf die Kunden, die Karl eigentlich schon kennt, sondern er trifft tatsächlich jetzt auf die Leser, die dahinter stecken und die von Sascha eben auch die richtigen Fragen gestellt bekommt und die kindliche Neugier hier doch so manches ans Tageslicht führt. Ja, Karl liebt seine Routine, er liebt sein Leben, er ist anfangs gar nicht so begeistert von diesen Veränderungen, die durch Sascha in Wallung kommen. Er mag diese Veränderung nicht, aber merkt doch recht schnell, dass das Mädel doch in ihm auch etwas auslöst und eben auch Veränderungen. Und es gibt dank Sascha eben auch einiges zu entdecken, auch bei seinen Kunden, auch bei den Kunden, wenn die auf einmal Bücher bekommen, die sie eigentlich nicht bestellt haben und auch gar nicht denken, dass sie zu ihnen passen, umso spannender ist es, dass sie sich dann doch an diesen erfreuen. Und wir begleiten die beiden auf einen ganz spannenden Weg, der gerade gegen Ende dann auch eine Wendung hat, die ich total überraschend fand, die ich so auch nicht habe kommen sehen, ich auch nicht weiß, ob ich das im wahren Leben so gut fände, aber es für mich in diese Story sehr gepasst hat. Es ist, das muss man sagen, nicht die positivste und optimistischste Geschichte und es ist auch keine Feel-Good-Geschichte. Das möchte ich vorneweg schon erzählen, weil man natürlich einen alten Mann hat, der jetzt irgendwie dran und drauf ist, ja irgendwie noch tiefer in die Rente zu gehen, der auch so ein bisschen Probleme mit seiner Runde hat, die zu laufen, weil seine Chefin neue Ideen hat für die Buchhandlung, auch ein bisschen neidisch ist, dass er dieses Büchergehen hat und das natürlich auch ein bisschen an ihm so auslebt. Der auch seinen alten Chef im Grunde sieht, der alt und gebrechlich ist und er da auch so ein bisschen Verlustängste hat, der auch so nicht viel im Leben hat, Karl, außer eben die Bücher und seine Kunden und diese Runde und dann eben auf dieses junge Mädel Sascha trifft, an deren Namen wir uns tatsächlich gewöhnen mussten, weil Sascha doch sehr ungewöhnlich ist. Aber gut, lassen wir das mal so stehen. Es gibt eine Erklärung dafür. Für mich war es deswegen ein Highlight, weil es mich sprachlich komplett begeistert hat. Es ist sprachlich wunderschön erzählt, sehr poetisch, sehr bildhaft, sehr, sehr nah an den Menschen, an den Charakteren. Es ist sehr emotional. Also ich leugne auch nicht, da mal ein Tränchen verdrückt zu haben. Es gibt so, so viele Weisheiten in diesem Buch, die ich mir auch herausgeschrieben habe. Sei es die Herzenstränen, die ich richtig schön fand. Und für mich ist dieses E-Book definitiv ein Buch, was als echtes Buch bei mir einziehen wird, um all meine wunderbaren Markierungen, sozusagen, die ich jetzt rausgeschrieben habe, dann auch im Buch vorzunehmen. Es ist für mich tatsächlich ein ganz besonderes Buch, das mich sehr tief berührt hat, das mich sehr gewärmt hat, das das Herz nicht immer leicht gemacht hat, aber diese Leidenschaft zu Büchern, zum Lesen, was man da finden kann, was ich einfach gelungen fand. Und auch die Geschichte hinter der Geschichte, also gerade so ein bisschen was dann hinter Sascha steckt und natürlich auch bei Karl und der Buchhandlung und den Kunden. Es sind so viele Geschichten in diesem Buch und alle haben sie eben irgendwie mit Büchern, dem Lesen zu tun und den Charakteren aus Büchern. Und ich fand es einfach ganz, ganz wunderbar. Also in mir hat es ganz viel Liebe zum Lesen, zum Buch verströmt und ich fand es wirklich großartig. Also mir hat es unfassbar gut gefallen, für mich wirklich ein Highlight, weil es auch einfach sprachlich so schön war, so poetisch und einen so mitgenommen hat. Und trotz der Schwere und auch der Tiefe, besonders wahrscheinlich auch so im letzten Drittel, hat es mir unglaublich gut gefallen, auch welche Lösungen gefunden wurde und wie man an solche Sachen herangeht und ja, man bekommt da einfach nur mal einen ganz anderen Blick aufs Lesen und die Welt. Richtig, richtig schön. Und wie gesagt, das Buch muss definitiv als echtes, haptisches Buch bei mir einziehen. Alleine, um immer mal wieder in diesen wunderschönen Sätzen, Zitaten, Gedanken zu schwelgen, die ich jetzt eben rausgeschrieben habe. Ja, richtig, richtig schön.
Und nach den wunderbaren Büchern möchte ich jetzt auch noch kurz über die Serie der Woche sozusagen schwärmen. Und zwar The Queen's Gambit bzw. das Damengambit, was es seit Oktober, November auf Netflix gibt. Am Donnerstag im Hangout mit der lieben Becky wurde vermehrt im Chat davon geschwärmt. Ich habe dann auch noch 3-4 Nachrichten auf Instagram bekommen. Schau dir diese Serie unbedingt an. Die ist so toll. Mich hat es anfangs gar nicht hingezogen, weil ich jetzt nicht der größte Schach-Fan bin, ich auch diese Faszination gar nicht bis dahin verstanden habe und dachte, fängst du einfach mal an. Ich habe Donnerstagabend direkt 2 Folgen angeschaut und es ging dann übers Wochenende so weiter. Die Serie hat 7 Folgen, circa 45 bis 60 Minuten, ist ab 16 Jahre und ist ursprünglich eine Buchverfilmung von Walter Tevis, die, ich glaube, genauso alt wie ich, 1983 spielt. Und geschrieben wurde, so muss ich sagen. Denn gespielt sind wir in den 1960er Jahren. Und ich hätte tatsächlich nie gedacht, dass mich das Thema Schach in einer Serie so packen könnte. Denn man kann direkt sagen, es geht nur indirekt um Schach. Denn es geht tatsächlich eigentlich um Beth Harmon, ein junges Waisenkind, das eben ihre Mutter verloren hat, in ein Waisenhaus kommt, dort ja, ein Schachbrett findet, den Hausmeister entdeckt, der ihr so ein bisschen das Schach beibringt, der relativ schnell merkt, oh, das Mädel hat eine Gabe für das Schachspiel und sie auch Schach sehr virtuell aufnimmt. Und ja, dann wird sie auf einmal Landesmeister, dann wird sie adoptiert und ja, hat dort irgendwie wieder ihren festen Punkt gefunden, findet auch einen sehr guten Bezug zu ihrer Adoptivmutter, hat aber immer dieses Schach im Fokus. Und ich muss echt sagen, wenn man das Schach kann man durch alles ersetzen. Es ist einfach die Leidenschaft, die in Beth Harmon brennt. Sie stellt dieses Schach über alles, sie will, sie kann und sie muss. Und sie kann es auch nicht lassen. Gleichzeitig sind natürlich immer diese Verlustängste mit da. Also wir haben hier ja auch eher eine Dramaserie. Diese Verlustängste, diese Bindungsängste, das wird sehr deutlich erzählt. Auch ein bisschen, wie man aus dieser Kombination dann in das Thema Sucht gerät, fand ich großartig verpackt. Dazu tatsächlich dieses wunderbare Setting 1960er Jahre, USA, Paris, Russland. Es ist alles dabei, egal ob es die Klamotte ist, ob es die Wohnhäuser sind, ob es ja im Grunde auch die Hotels sind, in denen dann eben auch immer mal diese Schachmeisterschaften ausgeführt werden. Es war einfach on point, es war perfekt, es war wunderbare Musik im Hintergrund. Ich bin begeistert. Zudem bin ich auch von der Schauspielerin begeistert, sowohl von Isla Johnston, die junge Beth spielt, Wahnsinn, was dieses Mädel an Mimik hat und ein Augenspiel, großartig. Und von Anya Taylor-Joy, die dann eben die ältere, erwachsenere Beth spielt. Ich fand das Hammer. Also diese Frau hat ein Wahnsinnsgesicht und wie die schauspielert, ich bin wirklich hin und weg. Ich glaube, so begeistert war ich selten von Schauspielern, muss ich echt sagen. Also was die alles mit Blicken sagt, mit, sie verzieht hier mal, also, ja, Augenbrauen und Mund, Hammer. Zudem gibt es auch noch andere tolle Schauspieler, zum Beispiel Thomas Brodie Sangster, den man unter anderem aus Maze Runner kennt und auch Game of Thrones, der Junge, der gefühlt auch mit, ich glaube jetzt mittlerweile 30, immer noch aussieht wie 12. Und wir treffen auf Harry Melling, der uns bekannt ist aus, heißt der Harry Melling? Ich bin jetzt gerade geistig, oder ist das sein Charakter? Ich habe es gerade verdrängt. Sorry, vielleicht habe ich jetzt auch den Namen falsch aufgeschrieben. Den kennen wir als Dudley Dursley aus der Harry Potter-Reihe. Und ich saß tatsächlich erstmal so da, dachte, den kenne ich. Der kommt mir bekannt vor. Woher kenne ich den? Und es hat wirklich ein paar Monate gebraucht, entschuldigt, bis ich dachte, das ist Dudley. Oh mein Gott, wann ist der denn so groß geworden? Wann ist der so interessant geworden, ich fand das faszinierend. Also auch schauspielerische Leistung hat mir unglaublich gut gefallen und man muss auch dazu sagen, dass die Serie begleitet wurde von 2 Schachmeistern, die auch relativ bekannt sind, wenn man sich denn für Schach interessiert, die wirklich auch den Schauspielern erklärt haben, wie sie Züge nehmen, wie, dass das alles Sinn macht, was da gezeigt wird und ich fand das großartig. Ich fand das spannend,
packend. Es hatte die richtige Spur, auch so ein bisschen an Drama, dass man emotional wurde. Mir hat es Spaß gemacht. Es war große, große Freude und ich hätte das überhaupt nicht erwartet und habe dann wirklich an 4 Tagen die 7 Folgen weggesuchtet und war wirklich hin und weg. Also großes, großes Serienkino, was mich wirklich fassungslos, sprachlos vor Begeisterung zurücklässt, weil ich es auch einfach nicht habe kommen sehen, dass mich diese Serie so packt und begeistert. Ja, großartig, großer, großer Serientipp. Und ja, das war's, glaube ich, jetzt schon auch mit der Bücherwoche. Lange genug gequasselt, aber über Highlight-Bücher und Highlight-Serien muss einfach ein bisschen ausführlicher geredet werden. Ich bin sehr gespannt, was ihr vielleicht in der Woche gelesen habt, geschaut habt, ob ihr das Damen-Gambit kennt. Lasst uns gerne ein bisschen schwärmen unten in den Kommentaren. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.